Hallo zusammen aus Chiang Mai. Heute zeige ich euch einen verlassenen Flugzeugfriedhof, welcher etwa 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt ist. Ihr seht schon, hinter mir ist das erste Flugzeug direkt neben einer befahrenen Straße. Da im Hintergrund sind noch so ein paar Flugzeugteile, da stehen Turbinen rum, da sind noch irgendwelche Tragflächen. Richtig interessant wird es allerdings erst, wenn wir die Straße noch ein bisschen hinterfahren, denn in dieses Flugzeug kann man leider nicht reingehen. Ich habe zumindest jetzt keine Tür gesehen, die offen war. Aber ganz da hinten soll es noch ein verlassenes Flugzeug von Thai Airways geben. Und da kann man scheinbar reingehen. Das soll auch noch nahezu vollständig sein. Also da bin ich richtig gespannt drauf. Ich wollte euch aber noch ganz kurz was auf der anderen Seite zeigen. Denn dort steht auch noch so ein Flughafenbus. Wir können ja auch mal schauen, was da drauf steht. Da steht nämlich One to go by Orient Thai. Und dann gibt es noch eine alte Webseite, die vermutlich nicht mehr existiert. Denn soweit ich weiß, war Orient Thai eine thailändische Airline, die irgendwann 1997 oder sowas pleite gegangen ist. Das heißt, der Bus hinter mir ist schon einige Jahre alt. Beim Flugzeug weiß ich leider nicht, wie alt das ist. Aber vermutlich ist das auch schon etwas älter und wurde dann einfach ausrangiert und hier abgestellt. Genaue Geschichte kenne ich leider nicht. Ich habe versucht, online zu recherchieren, aber so wirklich viel Information gab es da nicht. Es wird vermutet, ob hier vielleicht irgendwann mal ein Hotel eröffnet wird oder ein Resort, ein Café, irgendwas in der Art mit Flugzeugen. Aber scheinbar stehen die hier auch schon einige Jahre und so wirklich viel getan hat sich hier scheinbar nicht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen, aber schaut euch mal das fette Flugzeug hier hinter mir an. Das ist echt beeindruckend. Ich bin gerade schon einmal drum herum gelaufen. Und dann merkt man erstmal, wie groß so ein Flugzeug überhaupt ist. Sonst sitzt man da irgendwie drin und nimmt das gar nicht so richtig wahr. Aber das ist hier wirklich ein Feld irgendwo im Nirgendwo. Da oben ist schon mal die erste offene Tür und da wird es dann zum Cockpit gehen. Da sieht man auch noch ganz schön diesen Schriftzug von Thai Air. Dann geht es hier zur Tragfläche. Unten drunter steht noch so ein Jeep. Also das Ganze erinnert mich so ein bisschen an diesen, nicht Flugzeugfriedhof, ich war ja in Pattaya ein bisschen außerhalb. Da war so ein Café aus alten Flugzeugen und verschiedenen Militärfahrzeugen. Es könnte sein, dass es vielleicht den gleichen Besitzer gehört oder dass da irgendjemand von inspiriert wurde. Weil das schaut schon ziemlich ähnlich aus. Da standen auch lauter solche Trucks rum. Könnt ihr eigentlich mal gucken. Der ist echt noch in recht gutem Zustand. Ja. Würde sogar wahrscheinlich noch fahren, wer weiß. Ich möchte es nicht ausprobieren. Nicht, dass ich dann am Schluss noch in den Flieger crash. Aber das ist doch der Wahnsinn. Und gerade jetzt dieser hintere Teil, das Heck, wo das Logo von Thai Air ist. Also das ist echt der Hammer. Allerdings habe ich, glaube ich, eine schlechte Nachricht. Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob ich reingehen kann. Ihr seht zwar, die Türen sind offen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Die sind ja viel zu hoch. Es gäbe eine Lösung, aber ich zeige es ja euch mal. Dann versteht ihr ja meinen kleinen Zweifel. Und zwar steht hier noch so ein ganz netter Jeep. Und direkt dahinter steht eine Bambusleiter. Das heißt, ich könnte mir die theoretisch nehmen und irgendwie dahin. Aber das werde ich jetzt nicht machen, denn die schaut mir nicht so vertrauenswürdig aus. Ja, die hält wahrscheinlich schon, aber wenn ich jetzt niemanden habe, der die unten festhält, möchte ich da ungern ein paar Meter hochklettern und dann runterfallen. Und hier auf der Seite steht auch nochmal so ein Bus. Und ich meine sogar, dass dort vielleicht jemand wohnt. Zumindest ist hier so eine Plane und da unten stehen ein paar Schuhe rum. Also ich werde da jetzt nicht reinschauen. Aber könnte eben sein, dass da noch jemand drin ist. Das ist auch nochmal so ein typischer Flughafenbus. Ich kann es jetzt leider nicht lesen, außer Airside. Das ist wahrscheinlich einer von diesen Bussen, der einen dann direkt zum Flugzeug bringt. Ja, wir können mal kurz in die Gepäckluke reinschauen. Aber das schaut alles recht vermüllt aus. Also da sind noch, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, da sind noch irgendwelche Ersatzräder drin. Aber das ist auch ganz cool, diese Luke, wo das Rad reinkommt. Schau dich das mal an. Das sind auch ziemlich große Räder.
Und das wird dann hier wieder eingefahren, irgendwann, wenn die in der Luft sind. Also es ist schon beeindruckend, mal so ein Flugzeug aus der Nähe zu sehen, was nahezu vollständig ist. Das ist doch echt der Hammer. Nur die Frage ist, ob und wie ich da reinkomme. Also ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das Flugzeug reinzugehen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, wenn mir da niemand die Leiter halten kann oder auch Hilfe rufen kann, falls doch irgendwas passiert, falls man ausrutscht und runterfällt. Man weiß ja nie, das kann ja alles passieren. Aber ihr seht schon hier im Hintergrund, hier sind auch noch diverse andere Flugzeugteile. Sieht so aus, als hätte man hier ein paar Flugzeuge in der Mitte durchgeschnitten. Und hier sind jetzt so einzelne Teile. Und ringsrum sind auch ganz viele verschiedene Bagger- und Baustellenfahrzeuge. Also vielleicht wird hier wirklich irgendwas gebaut. Kann aber auch sein, dass es nur irgendein Abstellplatz ist. Jetzt laufe ich gerade noch ein bisschen weiter, denn da vorne ist auch noch ein Flugzeugteil. Von der Bemalung sieht es auch so aus, als könnte es von Thai Air sein. Und vielleicht wohnt da sogar jemand. Also sieht echt so aus, als hätte sich da jemand eingerichtet. Ja, genau. Da ist ein Zelt, eine Küche. Na, da möchte ich da jetzt mal nicht zu nah hingehen. Ich möchte auch die Privatsphäre ein bisschen respektieren. Vielleicht laufe ich noch dahinter ein bisschen. Da habe ich auch noch ein paar Flugzeugteile gesehen. Und ansonsten war es leider ein kleiner Reinfall. Ich meine, es war trotzdem ganz cool, hier mal herzukommen und sich das Ganze anzuschauen. Aber ich hatte irgendwie auf YouTube-Videos gesehen, wo Leute da innen drin waren und dann reingelaufen sind. Ich weiß nicht, ob da früher mal noch eine Treppe war, aber irgendwie ist da aktuell nur diese Bambusleiter, die nicht gerade sehr viel Vertrauen erweckt. Aber laufen wir mal noch ein Stückchen dahinter. Und hier sieht man zumindest noch so ein kleines Flugzeugteil, was wahrscheinlich irgendwo in der Mitte rausgesägt wurde. Aber viel mehr gibt es leider nicht zu zeigen. Hätte man in das große Flugzeug reingehen können, wäre das wirklich der Wahnsinn gewesen. Dann wäre das gleich deutlich besser gewesen als dieser Flugzeugfriedhof in Bangkok. Aber so weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich fahre noch ein bisschen mit dem Motorroller entlang. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas entdecken. Vielleicht gibt es noch ein bisschen kleineres Flugzeug, wo man wenigstens reingehen kann. Ja, und ansonsten war es das leider für heute. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich verlinke den Ort auf alle Fälle mal unten in der Videobeschreibung. Es kann gut sein, dass da vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren dann doch mal irgendwas eröffnet. Man weiß es ja nie. In Thailand kann das recht flink gehen. Und ansonsten gibt es dann vielleicht irgendwann mal eine anständige Treppe, dass man da zumindest hochlaufen kann. Denn dann wäre das wirklich der Hammer. Aber ja, dann war es das wohl für heute. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!